Ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu Dismantle Doomsday. Wir sind mit der Drohne auf dieser Seite des Inselabschnittes gelandet. Hier zum Beispiel fehlt uns noch ein bisschen was. Und ich habe das dumme Gefühl, wir müssten eigentlich hier rüber, ne? Denn hier gibt's noch einen ziemlich großen Abschnitt. Da bin ich stark am Hadern, ob wir den nicht lieber zuerst machen. Weil den habe ich aus welchen Gründen auch immer hier anscheinend nicht gesehen. Wäre eine Überlegung, weil dann hätten wir die Seite zumindest soweit komplett. Und was ist hier los? Hier fehlt uns ja auch noch ein Lagerfeuer. Alter Latz. Denn da waren wir auch noch nicht. Also ich bin mir sicher, wir sollten das vorweg machen. Dann hätten wir die Insel nämlich soweit mal fertig, bis auf diese eine Angelstelle und diese Brücke hier. Das machen wir. Das würde ich sagen, machen wir. Das heißt, ich düse zurück und wir treffen uns dann tatsächlich hier auf der Brücke. Ja, wir sind wieder da. Was man vielleicht vorher natürlich hätte erkennen können auf der Map ist, dass es hier zwar rüber geht, aber das Terminal ist auf der anderen Seite. Und hier gibt es eine Brücke. Ich glaube, dass wir von hier darüber kommen. Das heißt, wir sind auf der Seite schon ganz richtig. War jetzt ein bisschen Gerenne, aber wie gesagt, für euch nur ein Bruchteil. Na gut. Dann werden wir uns hier natürlich fleißig umschauen. Ah ja. Pilze gehen doch immer. So ein Auto geht auch immer. Schnappen uns die Pilze ja auch gleich, wenn wir schon mal dabei sind. So, schmeißen wir alles mal raus. Geschlafen haben wir mal. Hier könnten wir was essen. Oh, hier, Kühlschrank. Was gibt's hier? Oh, da gibt's eine Blume. Die wollen wir. Und da gibt's auch nochmal Pilze. Die nehmen wir natürlich auch mit. Die Frostlilie. Vielleicht nochmal, um das Ganze ins Gedächtnis zu rufen. Die Blumen kann man sammeln und damit kann man quasi so Buffs sich erkaufen, dass man besser geschützt ist gegen Hitze oder gegen Kälte. Oder dass man sein Baulimit erhöht. Das geht natürlich auch. Aber man braucht einiges an Blumen davon. Und wir haben jetzt gerade mal eine Handvoll. Das wird uns sicherlich jetzt noch nicht weit bringen. Aber wir sammeln die natürlich fleißig mit ein. Was haben wir denn hier? Oh, nice. Das sind diese Beeren, glaube ich. Mal kurz gucken. Haben wir von denen nicht sogar schon welche? Doch, Moltebeere. So, wir sind voll aufgeladen. Und dann bin ich jetzt sehr gespannt. Ich würde sagen, ich würde auch tatsächlich tendenziell erstmal in die Richtung hier auch gehen, um zu gucken, ob man da wirklich rüberkommt. Das fuchst mich ein bisschen. Mensch, hier wachsen aber viele Pilze. Schüssen. Haben wir die Schaufel am Start? Ne, wir haben die Angel am Start. Müssen wir mal kurz changen hier. Goldnuggets auf jeden. Ah, guck mal, noch mehr Moltebeeren. Blümchen. Pilze. Wow, hier geht's ja ab. Ein Nest. Oh, da gibt's nochmal Gold. Wow, hier gibt's aber wieder viel Gartenkram. Sehr nice. Oh, da sind Hunde im Haus. Eieieiei. So, wir machen den mal kurz weg. So. Jetzt gucken wir erstmal ganz in Ruhe.
Da gibt es natürlich mal wieder nix. Ah, Bananenfisch. Auch wenn man Bananen eher als Zutat für Nachtische kennt, verleiht sie diesem Fischgericht doch eine erstaunliche geschmackliche Tiefe. Permanente Wirkung beim Verzehr, Stromdistanzschaden plus 7%. Wir haben keine Bananen, ne? Nee, wir müssen unbedingt mal zum Feld zurück. Komm, bitte lass hier Bananen drin sein. Schade. Das wäre natürlich jetzt top gewesen, wenn da Bananen im Kühlschrank gewesen wären. Wir sind schon voll. Komm, wir schicken einmal Zeug heim. Okay, Bananenfisch. Habe ich auch noch nicht gehört. So, ganzen Killifit hier mal einsacken. Und tschüss. Ach, den sind wir jetzt geschmeidig losgeworden. Ich habe gesehen, da ist eine Angelstelle. Ich wollte jedoch erstmal hier die Straße ein bisschen noch reinigen. Von dem Apfel, der hier so rumläuft. Plastik, Plastik. So, Hundi Nummer 1. Bananen. Ach komm, bitte Bananen. Ah, damit. Hätte ich mich jetzt sehr drüber gefreut. Knochen. Mensch, wie ärgerlich. Wir müssen tatsächlich mal unser Feld abernten. So, hier mal gerade ein bisschen aufräumen. Hier irgendwas Interessantes? Ne, sieht nicht danach aus. Oh, noch ein Kühlschrank Bananen. Ach, dammit. Wir haben heute kein Bananenglück. Aber hier, komm. Jetzt aber. Ach, Zwiebel. Ich glaub's ja nicht. So, Pilz nehme ich auf jeden. So, dann haben wir doch hier mal so weit aufgeräumt. Perfekt. Keine Bananen für uns. Das ist echt ärgerlich. Ich hätte mir gerne den Weg zum Feld runter gespart. Aber wir können ja mal gucken. Wir können uns ja über das Lagerfeuer auch teleportieren. Vielleicht machen wir das einfach mal. Weil den Schaden würde ich schon gern erhöhen. Oh, komm, wir versuchen nochmal hier unser Glück. Nein. Nein. Ich meine, auch geil, ja, aber nein.
Ach, So, was haben wir denn hier? Heavy Metal Questsuche nach dem Schwert des Schicksals von Gary. Oh, okay. Oh, was? Die Legende vom magischen Schwert. Das Buch vor dir enthält Auszüge aus einem Tagebuch, in dem eine Gruppe von Freunden ihre Questsuche nach einem angeblich magischen Schwert beschreibt. Der Text erwähnt als nächsten Schritt das Abbild eines Todeswurms. Das dürfte ja wohl reine Zeitverschwendung sein, oder? Oder? Ja, das mit dem Todeswurm ist doch bestimmt diese Zeichnung, die wir von der Drohne aus gesehen haben. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, da haben wir auch noch ein Buch. Adventure Brother, Spielregeln, 3. Ausgabe. Ach nee, geil, guck mal. Die haben irgendwas Geiles gespielt. Garys Hobby-Zubehör. Okay. Hier haben wir wieder einen Haufen Zeug zum Einsammeln. Wo ist eigentlich unser Staubsauger hier? Ah, nehmen wir einmal ordentlich Zeug noch mit. Oh, das wäre ja richtig geil, wenn es ein neues Schwert gäbe. Oh, das würde ich feiern. Ich guck gerade mal, gibt es hier irgendwo ein Lagerfeuer? Mensch, kein Lagerfeuer in der Nähe. Wirklich nur da hinten. Ist ja bitter. So, gucken wir noch mal. Hier gibt es noch Pilze. Und noch ein Häusle, in dem wir noch nicht waren. Und ein Kühlschrank, komm, Bananen, Bananen, Bananen. Ach, mein Reis ist super, aber ach. Was soll denn das? Ach, warte mal, hier gibt es auch noch was. Gewürze, Dankeschön. Mal gucken, gab es hier im Wohnzimmer noch irgendwas? Nee. So, das nehmen wir mit. Und wenn wir dabei schon sind, dann nehmen wir das Auto hier auch noch mit. So, jetzt lass uns mal gucken. Das müsste doch hier diese vermeintliche Brücke sein. Ich hab's gewusst. Hier geht's tatsächlich rüber. Nice. Was machst du denn? Nein, lass das Reno kommen. Finchers Autoverkauf. Ah ja. Neue Quest, auf zur Schrotthalde. Ein Schrottplatz könnte sich als Fundgrube für jeden erweisen, der größere Mengen verschiedener Materialien sammeln und wiederverwerten möchte. Finde den Weg zum Schrottplatz. Nehmen wir natürlich mit, die Quest. Naja, cool. Hey, lieber Hund. Sieht ja cool aus. Das Auto hat ein blaues Auge. Warum auch immer. Wahrscheinlich wegen Schrottplatz. Oh nein. Wir brauchen, was haben wir hier? Sperrgebiet der Insel Staatssicherheitstrupp. Zutritt verboten. Mhm. Ah, guck mal, das suche ich nämlich eigentlich. Wunderbar. Können wir nämlich einmal alles aufladen. Das ist doch spitze. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind jetzt tatsächlich auf der Insel. Das heißt, ich würde die auch als erstes mal mit euch fertig machen. Dann können wir hier nämlich einen Haken dran machen.
Und dann hätten wir's, ne? Boah, blödes Ding, blödes. So. Und gleich die Taschen voll, super. Hier nochmal kurz gucken, dass wir hier draußen auch alles mitnehmen. Die Angelstellen habe ich nicht vergessen, alles gut. Aber wie gesagt, ich würde gerne erstmal hier alles fertig machen und auf dem Rückweg nehmen wir natürlich die Angelstelle mit. Das ist ja selbstredend. So, haben wir zufällig die Schaufel am Start? Ja. Goldnuggets. Nehmen wir doch immer gern. Nein, Bambi will ich streicheln. Ach, Liebe. Hier war doch noch eine. Hey. Lieber Hund. Lass das Reh in Ruhe. So, eine gute Tat am Tag. Haben wir das auch erledigt. Bärchen, Bärchen. Wo geht's denn da hin? Finscher Schrottplatz. Okay, aber wir machen erstmal hier die Runde. Ja, zu früh die Schaufel weggepackt hier. Oh, noch einer von denen, okay. Okay, die Knarre dauert einfach zu lang. Oh, da sind noch Pilze, nicht vergessen. Na. Läuft doch ganz gut hier eigentlich. So, was? Warum standen die denn hier rum? Ach, hier gibt's so einen Tisch. Okay. Ah, wir sind schon wieder voll. Ich glaub's nicht. So, komm, Bananen. Ach, Töfkens. Ich glaub's nicht. Es ist manchmal aber auch wirklich zum Davonrennen. Ey, ist das übel. Ja, sind wir schon wieder voll. Was haben wir hier noch? Tintenfischsalat. Den könnten wir uns machen. Permanente Wirkung wäre Geschwindigkeitsnahkampfangriff. Ja, auf jeden. Komm, das machen wir uns schnell. Tintifisch haben wir doch, ne? 1, 2, 3, 1. Oh, die letzten vier Salat. Boah. Sieble. Ja, wir müssen unbedingt. Ihr wisst, was wir unbedingt müssen. Wir müssen mal wieder das Feld abernten. Wir kommen nicht umher. Ach, geil. So, dann haben wir das. Ich würde sagen, wir teleportieren noch einmal nach Hause hier.
So, die Beeren wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Und die Töffkens. Hier gibt es nochmal Beeren. Der Rest ist dann random, ist egal. So, das war's dann aber auch von dem, was wir mitnehmen können, glaube ich. Jo. Dann hauen wir das auch nochmal raus. Und dann fehlen uns immer noch die Bananen. Bananen, Bananen. Jetzt schauen wir aber mal, haben wir denn jetzt hier alles? Also wir haben die platt gemacht, da haben wir es ausgebuddelt. Ah, den Scheiß ja noch schnell einsammeln. Hier haben wir alles soweit fertig. Den Herd lasse ich mal stehen. Na, guck mal an. Goldnuggets, auch immer sehr begehrt. Oh, da sehe ich auch nochmal Pilze. Oh wow, das ist ja hier das Pilzparadies. Hey. Lass doch mal das Reh in Ruhe. Noch eine Blume. Oh, auch nice. Nochmal Eier und nochmal Pilze. Ey, brutal. Gibt es zufällig irgendwo eine Stelle, wo wir buddeln sollen? Nee, sieht nicht danach aus. Ah, von der Seite können wir die Brücke runterlassen. Das können wir auch noch schnell machen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo dürfen wir denn hier die Brücke runterlassen? Ah ja, da ist das Terminal. Ach, Träumchen. Ah, da nervt mich dieser weiße Fleck, nervt mich da wenigstens immer. Das ist doch super. Gut, gut, gut. Was machen die denn da eigentlich in den Käfig? Das für ein Experiment. Heyo. Freundchen, was ist los? Willst du raus? Hättest du wohl gerne. So, da gibt's eine Angelstelle, aber da kommen wir nicht runter. Jo, komm, ich helf dir. Bin ja gar nicht mehr heute. Im Küstenlabor durchgeführte Forschungen bestätigen die Hypothese, dass längeres Untertauchen in Wasser irreparable Schäden an den äußeren Hautschichten der Testobjekte verursacht. Mit anderen Worten, schwimmen können sie nicht. Gut, haben wir bei dem Hund auch schon gesehen vor ein, zwei Folgen, der freiwillig ins Wasser gehüpft ist. So, dann würde ich sagen, gucken wir noch hier an die Pinnwand. Kümmert euch lieber nicht um die Geräusche, die hinter dem orangenfarbenen Flur zu hören sind. Die sind weit über eurer Gehaltsklasse. Was? Wie unhöflich. Okay, dann würde ich sagen, wir haben hier mal soweit alles. Das heißt, interessant wäre natürlich hier mal alles auszuräumen. Da die Kiste hier ums Eck ist, damit wir langsam auch mal zu Level 81 kommen. Das heißt, ich würde hier mal mit euch einen Folgenwechsel machen. Und ich räume dann mal hier das Gebäude auf der Seite soweit leer. Und dann hole ich euch wieder rein und dann geht's hier weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt mir gesund, genießt die Zeit. Bis gleich.